Punkte 13a und 13b sowie Zusatzpunkt 9, Beratung mehrerer Vorlagen zur Situation von Menschen mit Behinderung und von Pflegekindern, zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Änderung des 9. und des 12. Buches Sozialgesetzbuch liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen vor. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erster Rednerin der parlamentarischen Staatssekretärin Kerstin Griese für die Bundesregierung das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir wollen das Bundesteilhabegesetz und damit die Politik für Menschen mit Behinderungen und für mehr Inklusion weiterentwickeln. Bei dem hier vorliegenden SGB IX und XII Änderungsgesetz geht es neben einigen technischen und redaktionellen Korrekturen auch um einige wichtige Punkte, damit das Bundesteilhabegesetz zukunftsfest und belastbar ausgerichtet ist. Damit das Bundesteilhabegesetz zum 1. Januar gut und problemlos in Kraft treten kann, haben wir hier mit einem Änderungsantrag eine Änderung vorgenommen. Denn ab 1. Januar 2020 werden die Fachleistungen der Eingliederungshilfe und die existenzsichernden Leistungen getrennt ausgezahlt. Dafür müssen die Träger der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe ihre bisherigen Verfahren umstellen. Leistungsberechtigte Personen erhalten ihre Rente nun vollständig auf ihr eigenes Konto, wie das bei Renten üblich ist, zum Monatsende. Damit alle Menschen mit Behinderungen aber schon Anfang Januar für ihren Lebensunterhalt aufkommen können, muss ihnen ihr Bedarf für den Lebensunterhalt zu Beginn dieses Monats in voller Höhe zur Verfügung stellen. Das wird jetzt durch einen Änderungsantrag sichergestellt. Damit wird Anfang Januar 2020 kein Abzug von der Grundsicherung auf der erst Ende Januar zufließenden Rente stattfinden. Der Bund übernimmt für diese einmalige Umstellung die Kosten. Mit dem Bundesteilhabegesetz stärken wir die Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung erheblich. Wir holen die Menschen mit Behinderung in die Mitte unserer Gesellschaft, denn da gehören sie auch hin. Das Bundesteilhabegesetz umzusetzen ist ein langer Prozess, es ist ein lernendes Gesetz und diese Reform tritt in drei Stufen in Kraft. Zwei Etappen haben wir bereits genommen. Die dritte und wohl bedeutendste Stufe steht uns jetzt unmittelbar bevor, die Reform der Eingliederungshilfe zum 1. Januar 2020. Das heißt, die Betroffenen können in Zukunft selbst entscheiden, welche Leistung der Eingliederungshilfe sie von wem in Anspruch nehmen. Diese Entscheidungen können eben nicht mehr über die Köpfe der Menschen mit Behinderung hinweg getroffen werden. Damit schaffen wir mehr Selbstbestimmung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, eine weitere Änderung, die wir umsetzen, ist ein höherer Freibetrag für erwerbstätige blinde Menschen, der bisher nur galt, wenn daneben Leistungen der Hilfe zur Pflege oder der Eingliederungshilfe bezogen wurden. Mit dem Änderungsantrag wird nun klargestellt, dass dieser privilegierte Freibetrag auch für diejenigen gilt, die ausschließlich Leistungen der Blindenhilfe erhalten, also auch eine Verbesserung. Meine Damen und Herren, das Bundesteilhabegesetz war die große sozialpolitische Reform, die wir in der letzten Legislaturperiode beschlossen haben. Und deshalb möchte ich bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass zum kommenden Jahr, zum 1. Januar, auch weitere wesentliche Verbesserungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung in der Eingliederungshilfe in Kraft treten. Das ist nämlich ein echter Meilenstein für Menschen mit Behinderungen. Denn die Einkommensanrechnung wird deutlich verbessert. Und das von vielen als sogenanntes Heiratsverbot, die von vielen als sogenanntes Heiratsverbot angesehene Anrechnung des Partnereinkommens wird abgeschafft. Und zudem erhöhen wir die Vermögensfreigrenze deutlich auf 50.000 Euro. Deshalb ein echter Meilenstein für Menschen mit Behinderung. Was mir ganz wichtig ist, damit fördern und unterstützen wir auch die Erwerbstätigkeit und Erwerbsfähigkeit von Menschen mit Behinderung, die ja oftmals im Alltag schon wesentlich mehr leisten müssen und mehr Probleme haben als Menschen, die keine Beeinträchtigungen haben. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank an alle Beteiligten, die dabei mitgeholfen haben, dass wir nun mit diesem SGB IX und XII Änderungsgesetz auch die letzten Hürden abbauen können, damit die nächste Stufe des Bundesteilhabegesetzes am 1. Januar 2020 gut in Kraft treten kann. Mein Dank gilt besonders dem Deutschen Verein, der die Umsetzungsbegleitung maßgeblich federführend organisiert hat, und gilt den Verbänden und Vertretungen von Menschen mit Behinderungen, die immer beteiligt waren. Ich danke auch den Berichterstatterinnen und Berichterstattern im Bundestag für ihre Arbeit und bitte Sie herzlich um Zustimmung zu diesem Gesetz. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin. Als nächster Redner erhält das Wort der Kollege Uwe Witt, AfD-Fraktion. Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste des Hohen Hauses. Im Jahr 2018 gab es laut Mikrozensus
3,1 Millionen Menschen mit Behinderungen im Alter von 15 und unter 65 Jahren. Um diesen Menschen zu helfen und ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen, debattieren wir heute hier. Geplant ist, dass für jeden Menschen mit Behinderung zukünftig ein sogenannter Teilhabeplan erstellt werden soll. Hieraus werden denn alle verfügbaren Leistungen in zwei Hilfearten unterteilt und auch das wird neu sein, getrennt voneinander finanziert. Das heißt, zukünftig wird unterschieden in die Hilfe zum Lebensunterhalt und in die Fachleistung zum Bewältigen des Lebens bei freier Wahl der Wohnform. Welche Unterstützung dabei ein Mensch mit Behinderung erfährt, soll also zukünftig vom persönlichen Bedarf abhängen. Bei Menschen mit Behinderung in Wohngruppen etwa sollen die reinen Wohnkosten von den Leistungen zur Eingliederungshilfe nunmehr akribisch voneinander getrennt werden. Diese akribische Trennung kann sich in der Praxis problematisch auf die beteiligten Personenkreise auswirken, da ganz neue Instrumente der Bedarfserhebung im Teilhabe- und Gesamtplanverfahren geschaffen werden. Laut einer Studie des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Curcon herrschen bei den Trägern der Eingliederungshilfe extreme Vorbehalte und Verunsicherung. Und zwar durch zu spät verabschiedete Ausführungsgesetze, ausstehende Landesrahmenverträge sowie hohe Aufwände im Vorbereitungsprozess und Zweifel an der Erreichung der gesetzlichen Ziele des Bundesteilhabegesetzes. Aus diesen Gründen müssen wir hier dafür Sorge tragen, dass sich der eigentliche Ansatz, mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung durch die Einführung und die geplanten Änderungen zum SGB 9 und 12 nicht ins Gegenteil verkehren. Bereits bei der Anhörung am Montag haben mehrere Sachverständige diverse Umsetzungsprobleme benannt und ihnen auch Verbesserungsvorschläge gemacht. Zu Recht wurde kritisiert, dass Deutschland die Behindertenrechtskonvention nicht zielgerecht umsetzt. Zusätzlich haben sie mit dem Bundesteilhabegesetz ein Bürokratiemonster geschaffen, anstatt Leistungen für Menschen mit Behinderung individuell und fallbezogen unkompliziert bewilligen zu können. Leider haben sie auch im Bereich der Teillage im Arbeitsleben zu kurz geworfen. Seit 2015 kritisiert der Fachausschuss der UN die Entwicklung, die sich in einigen Bereichen für das Leben von Menschen mit Behinderung in Deutschland entwickelt hat. Für den Bereich Arbeit und Beschäftigung kritisiert der UN-Fachausschuss insbesondere finanzielle Fehlanreize, die Menschen mit Behinderungen am Eintritt oder Übergang in den allgemeinen Arbeitsmarkt hindern und den Umstand, dass Behindertenwerkstätten weder auf den Übergang zum allgemeinen Arbeitsmarkt vorbereiten, noch diesen Übergang fördern. Der Ausschuss der UN empfiehlt weiterhin, durch entsprechende Vorschriften wirksam einen inklusiven, mit dem Übereinkommen im Einklang stehenden Arbeitsmarkt durch folgende Maßnahmen zu schaffen. Durch Beschäftigungsmöglichkeiten an zugänglichen Arbeitsplätzen, insbesondere für Frauen mit Behinderung. Die sukzessive Abschaffung der Behindertenwerkstätten durch Ausstiegsstrategien und Zeitpläne sowie durch Anreize für die Beschäftigung bei öffentlichen und privaten Arbeitgebern im allgemeinen Arbeitsmarkt. Liebe Kollegen, die Anhörung am Montag hat deutlich gemacht, dass Sie gerade im Bereich der Teilhabe am Arbeitsleben deutliche Verbesserungen schaffen müssen. Auch und gerade, was den Übergang von einer Behindertenwerkstatt in den ersten Arbeitsmarkt betrifft. Hier bedarf es einer guten und individuellen Beratung, denn die Teilhabe am Arbeitsleben ist ein wichtiger Faktor, damit Menschen mit ihrer Behinderung trotz ihrer Behinderung am Leben teilhaben können. Begrüßenswert wäre es, wenn noch mehr Unternehmen schwerbehinderte Menschen ausbilden und individuell fördern. Daher haben wir als AfD die Einführung eines Bonussystems für Arbeitgeber gefordert, die über der gesetzlichen Quote schwerbehinderte Menschen beschäftigen. Das weckt Interesse an individuellen Fördermöglichkeiten auch bei den 37.000 Unternehmen in Deutschland, die keinen Menschen mit Behinderung beschäftigen. Wir alle müssen gemeinsam in diesem Hohen Hause weitere Anstrengungen betreiben, damit Deutschland die Einhaltung der Behindertenrechtskonvention, welche sie im Jahr 2009 unterschrieben hat, erreicht. Diese Verpflichtung gegenüber den Menschen mit Behinderung sollte dementsprechend auch so umgesetzt werden. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Bei dem vorliegenden Gesetzentwurf ist festzuhalten, die Bundesregierung nimmt einige wichtige Korrekturen vor.
die aber leider nicht weit genug gehen. Auch durch das kurze Zeitfenster bis zum Inkrafttreten der neuen Regelungen bleibt abzuwarten, inwieweit die Umsetzung bis 1. Januar 2020 auf Länderebene überhaupt gelingen könnte. Vielen Dank. Die Präsidentin bedankt sich. Das habe ich mir schon gedacht. Dankeschön. Dankeschön, Uwe Witt. Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, zur nächsten Runde. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Wilfried Oellers. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf den Zuschauerrängen. Ja, wir beraten heute ein Änderungsgesetz zum SGB, zum Sozialbuch 12 und 9. Das hat Konsequenzen zur Folge wegen des Bundesteilhabegesetzes, das wir in der letzten Legislaturperiode verabschiedet haben und das für die Menschen mit einer Beeinträchtigung vielfältige Verbesserungen mit sich gebracht hat. Wie es bei einem solchen Gesetz in einem großen Vorhaben, das wir in der letzten Legislaturperiode gestemmt und verabschiedet haben, immer natürlich mal sein kann und leider Gottes eingetreten ist, dass wir im Rahmen der gesetzlichen Formulierungen Unklarheiten, Widersprüche drin hatten, und dieses Änderungsgesetz wird hier entsprechende Korrekturen vornehmen, die sich vornehmlich auf redaktionelle Dinge beschränkt. Zunächst mal, ich bin in meiner ersten Rede im Rahmen der ersten Lesung darauf eingegangen und darf darauf verweisen. Eingehen möchte ich aber sehr ausdrücklich und deutlich auf die Änderungsanträge, die wir Ihnen vorgelegt haben und für die wir um Zustimmung bitten. Eine ganz wichtige und vor allen Dingen dringliche Regelung ist dabei bezüglich der Nichtanrechnung der Renten, um Zahlungslücken für den Monat Januar 2020 zu vermeiden, im sogenannten § 140 SGB 12. Frau Staatssekretärin Griese ist schon sehr ausführlich auf die Umstände eingegangen. Aufgrund des Systemwechsels, den wir jetzt anstreben, hin mit der Trennung von Eingliederungshilfe und existenzsichernden Leistungen, kommt es eben gerade zu dieser Problematik, was die Anrechenbarkeit und die Anrechnungslücke betrifft. Hier würden wir sehenden Auges in eine Situation reinlaufen, dass die Menschen, die hier von dieser Anrechnungsthematik betroffen sind, für den Monat Januar eben einen Einnahmeausfall hätten und damit ihr tägliches Leben nicht finanzieren können. Das können wir natürlich nicht hinnehmen, und deswegen ist hier dringender Handlungsbedarf geboten. Deswegen machen wir die einmalige Aussetzung der Anrechnung für den Monat Januar 2020. Die Kosten werden vom Bund übernommen und von der Übergangsregelung, das ist auch ganz wichtig, weil man da auch nochmal nachjustieren musste, sind doch alle Betroffenen entsprechend einbezogen, sodass hier kein Leistungsberechtigter im Ergebnis sagen wir, von dieser positiven Regelung keinen Gebrauch machen kann. Ein weiterer Punkt, die Staatssekretärin hat es auch schon angesprochen, ist die Ausweitung und Klarstellung bei der Einkommensfreiheit für erwerbstätige Blinde nach § 82 Absatz 6 SGB 12. Wir haben es so in der bisherigen Regelung, dass von diesem privilegierten Freibetrag bisher nur erwerbstätige Leistungsberechtigte profitieren können. Personen, die allerdings nur ein Blindengeld, also nur in Anführungsstrichen Blindengeld erhalten, aber keine weiteren Einkünfte haben, können von diesem Freibetrag nicht profitieren. Das ist eine Ungleichbehandlung, der wir nachkommen wollen, beziehungsweise der wir Abhilfe schaffen wollen. Und deswegen erfolgt auch hier die Regelung mit einer entsprechenden Anpassung. Darüber hinaus werden wir gerade, was die Thematik der Ermittlung von durchschnittlichen Warmmieten zur Ermittlung von Bedarfssätzen betrifft, werden wir Konkretisierungen vornehmen, in welchen Rahmenbedingungen hier die entsprechenden Vergleichszahlen heranzuziehen sind. Und als weiteren Punkt, den ich erwähnen möchte, sind es eben die Ergänzungen in § 45 Satz 3 SGB 12.
auch als eine Folge Änderungen zum Bundesteilhabegesetz, damit auch im Teilhabeplanverfahren die Feststellung der Dauerhaftigkeit einer vollen Erwerbsminderungsrente erfolgen kann. Wir werden mit diesem Gesetz, das wir jetzt heute hoffentlich verabschieden werden, mit Ihrer Zustimmung allerdings nicht aufhören, tätig zu sein mit dem schon im parlamentarischen Verfahren befindlichen Angehörigenentlastungsgesetz. Werden wir weitere Verbesserungen vornehmen für die Menschen mit einer Beeinträchtigung. Ich möchte hier insbesondere schon mal das Budget für Ausbildung ankündigen und insbesondere auch die Entlastung von Angehörigen. Ich möchte die letzten Sekunden dazu nutzen, weil in meiner Vorrede die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen kritisiert worden sind. Für die möchte ich hier ausdrücklich eine Lanze brechen. Auch wenn die UN-Behindertenrechtskonvention vermeintlich davon ausgeht, dass diese Einrichtungen nicht tunlich wären, sage ich Ihnen für unsere Fraktion ganz deutlich, dass wir ohne diese Einrichtungen nicht auskommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Wilfried Oellers. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Jens Beek. Hochverehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Gäste des Hauses, Frau Staatssekretärin Griese, mit dem vorliegenden Reparaturgesetz werden überfällige Nachjustierungen im Bundesteilhabegesetz vorgenommen, die aber mit Abstand nicht ausreichen, Frau Griese, wenn Sie sagen, die letzten Hürden würden damit abgeräumt, um zu einer erfolgreichen Implementierung zum 01.01.2020 zu kommen, dann weiß ich, dass ich Sie so hoch und respektvoll einschätze, dass Sie das selbst nicht geglaubt haben. Wir Freien Demokraten schlagen etwa vor, die Integration von Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt dadurch zu verbessern, indem wir die Kopplung an den § 18 Absatz 1 SGB IV, die dazu führt, dass der sogenannte Minderleistungsausgleich nur auf Mindestlohnniveau erfolgen kann, endlich aufzuheben. Denn insbesondere hemmt das bei Menschen mit hoher Qualifikation, die zum Teil ihre Behinderung erst nach langer Erwerbstätigkeit erworben haben, die Integration in den Arbeitsmarkt, und es stigmatisiert die Leistung dieser Menschen, die eben deutlich mehr leisten können. Wir müssen gerade für Menschen mit psychischen Erkrankungen mehr tun. Dazu ist eingeführt worden das Instrument der anderen Leistungsanbieter, die unabhängig davon, Herr Oellers, wie man zu Werkstätten für Menschen mit Behinderungen steht, flexibler, schneller am Markt, auch für kleinere und spezifischere Gruppen mit deren Bedarfen operieren sollten. Wenn das funktionieren soll, müsste man sie auf der einen Seite von zu viel Bürokratie entlasten, man müsste sie auf der anderen Seite mindestens gleichstellen bei der Frage der Privilegierung etwa im Bereich der Ausgleichsabgabe. Die GroKo macht hier mit diesem Gesetzentwurf den genau gegenteiligen Schritt und entzieht dieses Privileg den anderen Leistungsanbietern endgültig. Und auch das ist ein völlig falscher Weg, den die GroKo an dieser Stelle geht. Im Gegenzug fehlt eigentlich an materiellen Verbesserungen in diesem Gesetz alles. Da ist gar nicht viel drin. Etliches versäumen Sie hier. Das, was Sie machen, machen Sie viel zu spät, denn wie wir schon gesagt haben, zum 01.01.2020 ändert sich Dramatisches. Und für die Familien, für die Betroffenen, für die Leistungserbringer, auch für die Kostenträger sind ganz viele Fragen nach wie vor offen geblieben. Das betrifft insbesondere die eben nicht sehr personenzentrierte Trennung von Fachleistungen der Eingliederungshilfe und zum Lebensunterhalt. Zeitraubend haben Sie zugelassen, dass Quadratmeter und Flächen in den Einrichtungen dem SGB-12-Bereich und dem SGB-9-Bereich zugeordnet werden mussten, um jetzt, 10 Wochen bevor das in Kraft tritt, zu sagen, ist vielleicht auch gar nicht so nötig gewesen, diese Zehntausenden Stunden von Arbeit darin zu investieren, weil wir jetzt sagen, oberhalb von 125% ist eben Fachleistung der Eingliederungshilfe. Das hätte man viel früher machen können und die Einrichtungen hätten die Chance gehabt, sich früher auf das einzustellen, was zum 01.01.2020 passiert. Und das geht weiter. Nachdem Sie zugelassen haben, dass man Einkauf und Zubereitung von Mittagessen unterschiedlich bewerten muss, kommt jetzt mit dem Jahressteuergesetz, wie es früher hieß, dem Gesetz für die Elektromobilität, noch eine möglicherweise teilweise Umsatzbesteuerung des Mittagessens in den Einrichtungen. Wenn das Personenzentriertheit ist, kann ich Ihnen nur sagen, das versteht niemand.
Sie hätten sich handlungsfähig zeigen können, indem Sie diese Dinge mit aufgenommen hätten, die umfassenden Änderungsanträge, die im Ausschuss von den Freien Demokraten, von den Grünen, von den Linken eingebracht worden sind, um zu einer besseren Integration der Situation zum 01.01.2020 beizutragen. Das versäumen Sie mit diesem Gesetz leider. Umgekehrt holen Sie die Regelung zur drohenden Zahlungslücke, die Sie aus dem Gesetz rausgenommen in das Angehörigenentlastungsgesetz gepackt haben, jetzt wieder zurück. Das ist mit Verlaub, Frau Staatssekretärin Griese, Chaos und keine strukturierte Tätigkeit zum Wohle der Menschen mit Behinderung. Und sie hilft am Ende nicht. Frau Präsidentin, ich komme zum Ende. Das Reparaturgesetz, das Sie zumindest jetzt selbst so nennen, es bleibt unzureichend. Es ist ein Gesetzentwurf der verpassten Gelegenheiten 10 Wochen vor dem Jahreswechsel. Und deswegen ist es auch nicht zustimmungsfähig. Vielen Dank. Vielen Dank, Jens Beek. Nächster Redner in der Debatte, Sören Pellmann für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, zunächst etwas vorab. Die Anhörung am Montag hat erneut deutlich gezeigt, welche gravierenden Mängel insbesondere bei der Beteiligung von Menschen mit Behinderung bei Gesetzesentwürfen immer wieder vorliegen. 10 Tage Anhörungsfrist ist eben deutlich zu wenig. Zweiter Kritikpunkt an den Anhörungen. Wenn man mit Interessenvertreterinnen und Interessenvertretern spricht, wird man gespiegelt bekommen, dass es nicht mal möglich ist, dass der Deutsche Bundestag Dokumente, die in diesen Anhörungen verwendet werden, barrierefrei zur Verfügung gestellt werden. So viel zur UNBRK. Auch das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist für uns ein deutlicher Rückschritt und ein Verstoß gegen die UN-Behindertenrechtskonvention, insbesondere wenn es um Partizipation geht. Ich habe dazu auch die Bundesregierung angefragt und erhoffe mir in der nächsten Woche eine Antwort, wie denn Bundesregierung zukünftig bei Anhörungen damit umgehen wird, was barrierefreie zur Verfügung stellen von Dokumenten betrifft. Nun aber zu den heute hier zu beratenden Anträgen und dem Gesetzentwurf. Die verpflichtende Beschäftigungsquote wurde gesenkt und gehofft, dass Wirtschaft selbst Initiative ergreift und mehr Menschen mit Behinderungen beschäftigt. Dieser Beschluss im Übrigen, die Schwerbehindertenausgleichsabgabe abzusenken, feierte vor wenigen Tagen 19. Geburtstag. Ich bin mal in den Katakomben des Deutschen Bundestages gewesen, so im Keller, mal im Archiv gekramt, und da gibt es eine Drucksache, 14.3799. Ist schon ein bisschen her, kommt aus dem Jahr 2000. Damals hieß der Bundeskanzler, glaube ich, Gerhard Schröder. Da ging es um den Gesetzentwurf der Fraktion SPD und Bündnis 90 Die Grünen, Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen. Ein Punkt darin war, das wurde begründet mit dem vorliegenden, ich zitiere aus der Drucksache, mit dem vorliegenden Gesetzentwurf soll die Chancengleichheit schwerbehinderter Menschen im Arbeits- und Berufsleben verbessert und die Arbeitslosigkeit schnellstmöglich und nachhaltig abgebaut werden. Deswegen, um den Anreiz für die Wirtschaft zu schaffen, senkte man die Schwerbehindertenausgleichsquote von 6% auf 5%. Fast 20 Jahre her. Wenn man sich die Anhörung zum damaligen Gesetzentwurf anschaut, stechen zwei Anhörende oder Angehörte hervor. Das war einmal der Deutsche Gewerkschaftsbund. Der sprach damals bereits vor fast 20 Jahren, dass die Höhe der Ausgleichsabgabe deutlich zu gering berechnet ist und dass man, wenn man jetzt die Quote absenkt, dann schauen muss, ob es tatsächlich Wirkung entfaltet. Und man hat erhofft, dass man innerhalb eines Jahres zur Evaluierung kommt. Und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, auch die ist damals angehört worden, hat ausgeführt, dass man generell gegen Sanktionen sei, gegen Pflichtquoten und eine Ausgleichsabgabe und man generell die Leistungsfähigkeit von Behinderten, so hieß es damals noch, in Frage stellt. Wenn man sich die Arbeitslosenquote von Menschen mit Behinderung anschaut, auch von Menschen mit Schwerbehinderung, wird man feststellen, dass diese deutlich gemessen an der Zahl der Betroffenen erhöht ist. Menschen mit Behinderung sind länger arbeitssuchend als Menschen ohne Behinderung. Wollen wir diese Benachteiligung weiter dulden? Wollen wir diese Menschen allein und einzig der freien Wirtschaft überlassen? Die Linke sagt klar nein. Auch ein Wegducken vor der Wirtschaft muss endlich ein Ende haben. Deswegen hat die Linke klar die Formulierung vorgeschlagen, die Ausgleichsabgabe deutlich zu erhöhen, weil nur das den Anreiz und die Verpflichtung der Wirtschaft bringt, dass tatsächlich auch mehr Menschen mit Schwerbehinderungen eingestellt werden.
Und ein zweiter Punkt, auf den bin ich ja schon eingegangen, die Erhöhung der Ausgleichsquote wieder auf 6% anzuheben. Auch das hat in der Anhörung am Montag eine Rolle gespielt. Wenn man die tatsächlichen Arbeitslosenstatistiken, und zwar die ungeschönten, sich anschaut, ist auch das kein Hexenwerk. Lassen Sie uns in diesem Sinne gemeinsam wirken. Vielen Dank. Vielen Dank, Sören Pemmer. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Die Grünen, Corinna Ruff. Ja, sehr geehrte Präsidentin, liebe Demokratinnen und Demokraten, wir stellen uns jetzt mal vor, wir haben einen behinderten Menschen vor uns, einen jungen Menschen, vielleicht 25 Jahre alt, der zur Bundesagentur für Arbeit geht mit der Bitte, ich möchte in einem ganz normalen Unternehmen beschäftigt werden, und stellen uns dann vor, was ihm geantwortet wird, nicht etwa, welche Unterstützung brauchen Sie denn, um dieses Ziel zu erreichen, sondern warum gehen Sie denn nicht in eine Werkstatt? So, das ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Zustand, den wir so nicht akzeptieren können. Und ich glaube, dass wir uns an der Stelle tatsächlich auch mal alle einig sind, dass sowas nicht passieren darf. Aber ich muss Ihnen leider sagen, es waren ja nicht alle, die hier heute Abend anwesend sind. Am Montag bei der Anhörung zu diesem Tagesordnungspunkt, da sind uns solche Geschichten genannt worden. Und jeder, der in diesem Bereich arbeitet, weiß, dass es sozusagen oft vorkommt, dass Leute in die Werkstätten hinein beraten werden. Und ich erinnere noch mal daran, wozu das Bundesteilhabegesetz auch gedacht war, was Anspruch war, was Erwartung war und was wir auch erwarten konnten, glaube ich, dass die Arbeitsmarktsituation von Menschen mit Behinderungen in diesem Land tatsächlich verbessert wird. Und wir können heute konstatieren, nachdem das Gesetz doch einige Jahre alt ist, dass es keine solche Wirkung erzielt hat, leider. Und die Bundesregierung leistet mit dem, was sie heute an Nachbesserungen vorlegt, dazu auch keinen wesentlichen Beitrag. Wir müssen sagen, das springt hier wieder deutlich zu kurz. Ja? Schauen wir uns die Situation in Deutschland an und bleiben wir beim Thema Arbeit. Es arbeiten immer mehr Menschen in Werkstätten und eben nicht weniger Menschen, wie es eigentlich der Anspruch dieser Bundesrepublik sein müsste. Das bedeutet, dass diese Menschen für sehr wenig Geld arbeiten, für 200 Euro im Durchschnitt pro Monat, und dass sie mit sehr wenigen Perspektiven arbeiten. Denn weniger als 1% der Menschen, die in diesen Werkstätten beschäftigt sind, bekommen jemals die Chance, da wieder raus auf den allgemeinen Arbeitsmarkt. So, und mit dem Bundesteilhabegesetz sollten Alternativen geschaffen werden zu diesem Zustand, zur Arbeit in Werkstätten. Es wurde endlich umgesetzt, eine bundesgesetzliche Regelung für das sogenannte Budget für Arbeit. Für diejenigen, die das nicht wissen, das ist dazu gedacht, dass Leute, die vielleicht ein bisschen langsamer arbeiten, eine Unterstützung bekommen, einen Lohnkostenzuschuss bekommen, damit sie auf dem normalen Arbeitsmarkt einen Arbeitsplatz finden. Das ist ein super Gedanke. Ja, man kann das auch perfekt umsetzen. Aber die Bundesregierung hat es leider so geregelt, dass wir heute in der Situation sind, dass es faktisch nicht mehr Budgets gibt als vor der Einführung auf bundesweiter Ebene. Dieses Instrument funktioniert so nicht, es fliegt so nicht. Wir brauchen Nachbesserungen an der Stelle ganz dringend, um Leuten Perspektiven zu geben, die im Moment in Werkstätten sind. Wir haben ein anderes Instrument, das angelegt ist im Bundesteilhabegesetz, die sogenannten anderen Leistungsanbieter. Auch dieses Instrument war dazu gedacht, Alternativen zur Werkstatt zu ermöglichen. Und man hat explizit gesagt, diese Alternativen sollen möglichst betriebsnah organisiert sein und sie sollen sich von Werkstätten in diesem Sinne auch total unterscheiden. Jetzt stellen wir aber fest, ja, auch wieder Anhörung am Montag, aber die Fachkundigen unter uns wussten das, es gibt in ganz Deutschland 14, in der gesamten Bundesrepublik 14 andere Leistungsanbieter. Das ist unglaublich, ja? So, und die müssen dann auch noch nach Kriterien arbeiten, die den Werkstätten wirklich ähneln, sodass sie sozusagen da gar keine andere Leistung erbringen können. Ein Sachverständiger hat gesagt, die Idee des anderen Leistungsanbieters ist gut. Die gesetzliche Ausformulierung scheint mir blamabel zu sein. Und man könnte hier stundenlang weiterreden. Meine Zeit geht jetzt leider zu Ende. Ich habe ganz sicher nicht, ja. Aber
Liebe Leute, wir sehen, wir haben so viel zu tun in diesem Bereich, dass wir heute Abend wirklich nicht mal einen Anfang gemacht haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Corinna Rüffer. Der nächste Redner, Torbjörn Kertes, gibt seine Rede zu Protokoll. Dann ist als nächste Live-Rednerin Angelika Glöckner für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte noch mal zurückkommen auf 10 Jahre UN-Behindertenrechtskonvention. Diese 10 Jahre, entgegen allem, was wir gehört haben, können wir jetzt feststellen, die stehen für mehr Barrierefreiheit, für mehr Selbstbestimmung, für mehr Inklusion. Und darauf, das sage ich auch ganz deutlich, wollen wir uns ja nicht ausruhen. Wir wollen die Situation und wir werden die Situation von Menschen mit Behinderungen Stück um Stück verbessern. Das ist der Anspruch der SPD-Fraktion und den werden wir genauso verwirklichen. Ich bin auch deshalb sehr froh, dass wir heute Abend ganz konkret das SGB 9.12 Änderungsgesetz hier vorlegen. Und natürlich machen wir damit einen ganz wichtigen Schritt nach vorne. Denn mit diesem Änderungsgesetz geht es im Kern um mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Ich will konkret 3 Punkte aufzeigen, was damit genau gemeint ist. Erstens. Wir lösen das Eingliederungshilferecht heraus aus dem Fürsorgerecht in einen eigenen Teil des Eingliederungshilferechtes und wir unterstreichen damit deutlich, dass Leistungsberechtigte nicht als Bittsteller, sondern auf Augenhöhe ihre Anträge stellen können, wenn sie zum Amt kommen. Zweitens, die Höhe der Leistung bestimmt sich künftig nicht danach, in welcher Wohnform die Menschen wohnen, sondern nach ihrem persönlichen, individuellen Bedarf. Der Mensch tritt in den Vordergrund und in den Blickpunkt und sein persönlicher Bedarf. Und drittens, die Menschen mit Behinderungen, für die bedeutet dieses Gesetz ganz konkret, dass sie ab dem 01.01.20 Leistungen erhalten werden, unabhängig davon, ob sie ambulant, teilstationär oder stationär untergebracht sind und in solchen Einrichtungen leben. Sie können selbstständig wählen, wo sie wohnen, wie sie wohnen. Und das ist ein ganz großer Gewinn für diese Menschen in dieser Personengruppe. Und was ich auch sagen will, ist, sie bekommen nicht länger einen Pauschbetrag, sondern ein eigenes Bankkonto. Und das ist alles ganz entscheidend für mehr Selbstbestimmung, ein selbstbestimmteres Leben. Und mit dem heutigen Beschluss nehmen wir die Reformstufe, es wurde mehrfach gesagt, zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes auf. Eine der größten sozialen Reformen in den letzten Jahrzehnten. Und wir sorgen heute dafür, dass die dritte Reformstufe störungsfrei in Kraft treten kann. Und ich möchte noch einen Gedanken ausführen, der hier mehrfach geäußert wurde. Wir stellen auch klar, dass es sogenannte anderen Leistungsanbieter eben nicht gleichgesetzt werden mit anerkannten Werkstätten für Menschen mit Behinderungen. Denn die Vorzüge, die Werkstätte haben, die sollen nicht auch für die anderen Leistungsanbieter gelten, nämlich dass Betriebe ihre Aufträge auf ihre Ausgleichsabgabe anrechnen lassen können oder dass öffentliche Auftragsgeber vorzugsweise an die Werkstätten oder an diese anderen Leistungsanbieter ihre Aufträge vergeben. Wir wollen, dass die Werkstätten nicht in ihrer Landschaft vergrößert werden, sondern die Intention des Gesetzes ist es, damit dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen eben näher an den Arbeitsmarkt rankommen. Und das ist eine Chance, dass die Menschen aus den Werkstätten herankommen. Und der Antrag der FDP konterkariert genau diesen Gedanken. Deswegen kann man ihn in der logischen Folge nur ablehnen. Ich möchte auch sagen, meine Zeit ist leider schon bald um. Ja, es ist viel getan worden und wir werden noch viel tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte Sie sehr, dass Sie diesem Gesetz und den Änderungsanträgen der Koalition zustimmen. Es ist ein gutes Gesetz und es lohnt sich. Vielen Dank. Vielen Dank, Angelika Glöckner. Der nächste Redner, Peter Aumer, CDU-CSU-Fraktion, gibt seine Rede zu Protokoll. Damit schließe ich die Aussprache.
Wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des 9. und des 12. Buches Sozialgesetzbuch und anderer Rechtsvorschriften. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/2121 den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksache 19/06 in der Ausschussfassung anzunehmen. Hierzu liegt ein gemeinsamer Änderungsantrag der Fraktionen Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19/4143 vor, über den wir jetzt zuerst abstimmen. Wer stimmt für diesen Änderungsantrag? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Änderungsantrag ist abgelehnt. Zugestimmt haben für diesen Antrag die Fraktionen Linke und Bündnis 90. Die Grünen dagegen gestimmt haben die Fraktionen der SPD, der CDU, CSU und der FDP. Und enthalten hat sich die Fraktion der AfD. Ich bitte nun diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Ja, danke schön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Danke schön. Der Gesetzentwurf ist in zweiter Beratung angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von der Linken, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und der CDU/CSU in geografischer Reihenfolge. Und dagegen gestimmt hat keine Fraktion, enthalten haben sich die Fraktionen von FDP und AfD. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich jetzt zu erheben. Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Der Gesetzentwurf ist angenommen bei Zustimmung der Fraktion Die Linke, der SPD, Bündnis 90 Die Grünen, CDU, CSU und bei Enthaltung der Fraktionen von FDP und von AfD. Es wäre super nett, es ist wirklich zu laut auf der Regierungsbank. Es tut mir leid. Genau, schauen Sie, wie ruhig es da unten heute ist. Ja, Herr Amthor, Vorsicht. Vorsicht, Herr Amthor. So. Wir setzen die Abstimmung zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 19/2121 fort. Tagesordnungspunkt 13b. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe b seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der FDP auf Drucksache 19/2128 mit dem Titel Beschäftigungssituation für Menschen mit Behinderungen verbessern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Dankeschön. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU und AfD. Dagegen gestimmt hat die Fraktion der FDP und enthalten haben sich die Fraktionen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19/1099 mit dem Titel Ausgleichsabgabe deutlich erhöhen und Beschäftigungsquote anheben. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Dankeschön. Wer stimmt dagegen? Enthaltungen? Keine. Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen der SPD, CDU, CSU, FDP und AfD. Dagegen gestimmt haben die Fraktionen der Linken und Bündnis 90 Die Grünen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen auf Drucksache 19/5907 mit dem Titel Bundesteilhabegesetz nachbessern und volle Teilhabe ermöglichen.
Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Und wer enthält sich? Die Beschlussempfehlung ist angenommen. Zugestimmt haben die Fraktionen von SPD, CDU, CSU und AfD. Gegenstimmen kamen von den Fraktionen der Linken und Bündnis 90, die Grünen, und enthalten hat sich die Fraktion der FDP. Zusatzpunkt 9. Interfraktionär wird Überweisung der Vorlage auf Drucksache 10241 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Dann verfahren wir so. Ich rufe auf den nächsten Tagesordnungspunkt.